Du gehst joggen? Nein. Gut. Wenn dann im Fitnessstudio, auf dem Laufband. Draußen joggen mag ich nicht. Ja, mir fehlt auch, fürs Joggen fehlt mir die Geduld. Ja. Ich hab danach 10 Minuten keinen Bock mehr. Ich hab dafür keine Zeit, weißt du. Ich muss meine Energie in meine Videos stecken. Das bringt mir nichts, sie abzubauen. Wenn ich nach Hause komme, ist schon dunkel, da kann ich draußen nicht mehr joggen. Doch, im Dunkeln macht das mehr Spaß. Ja. Ah. Wirklich, finde ich wirklich. So. Sehen dann die schönen Menschen deine Speckröllchen nicht auf und ab hüpfen? Welche Speckröllchen, mein Freund? In deinem Jogging-Dress. Welche Speckröllchen? Oh, das ist, glaube ich, nicht gut, wenn ich jetzt hier reingehe, aber ich muss es einfach tun. Da ist Loot. Wo? Du, hier am Hang. Guck mal meine Blickrichtung. Painkiller. Oh, der Humvee kommt zurück. Tötet ihn, tötet ihn. Was war das? Tötet ihn. Wir synchron, das war geil. Ich glaube, was geht denn da bei euch, Kevin? Jemand hat, glaube ich, gerade mit dem Granatwerfer auf uns geschossen. Was? Immer eins runter. Really? Hat sie so angehört. Was liegt denn da unten? Schon wieder irgendwas Blaues. Du mit deinem Blauen. Das sieht aus wie eine blaue Toolbox. Franka Z would like to select another mission. Ja dann, Franka Z, dann such dir doch mal eine andere Armamod. Der Z-Commander, kannst du dir kostenlos runterladen. Was war das, Kevin? 44,99 €. Weiß ich wirklich nicht. Das war definitiv ein Angriff auf uns, aber... Von wo? Wie hat sich das angehört? Nee, ich glaube nicht. Das Auto hat ja eine MG. Ja, wo ist der? Wo ist der? Ich habe den fahren gehört. Der ist hier, glaube ich, an uns vorbeigefahren, wieder am Berg. Wie das hier gleich die Baustelle hochkommen? Ich schau mal, ich habe, glaube ich, im Rucksack noch die Sniper. Ich schau mich mal um. Wo bist du, Kevin? Ich muss... Ah, da vorne, oder? Ja. Okay. Cool. Haltet mich mal auf dem Laufenden hier. Also, wie war das? Die Waffe aus dem Rucksack raus, ne? Genau, rausnehmen. Tudo will nicht wegbacken. Ja. Ihr wurdet jetzt gerade mit dem Granatwerfer beschossen. Ja. Also, ja, hat sich eigentlich so angehört. Stimmt. Aber woher wissen die oder der Angreifer... Da läuft ein Zombie. ...wo ihr seid? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich finde, seid ihr in einem Turm oder was? Nee, ja? In einem Baustellengebäude. 1200 Meter noch. In dem Baustellengebäude? Das habe ich aber gar... Ach so, doch. Okay. Ich höre ihn wieder. Wenn ich die Möglichkeit habe... Ah, da sehe ich ihn. Fetze ich ihn raus. Ich habe ja vielleicht gleich die Möglichkeit zu spotten für euch, Leute. Der hat jemanden... Ich höre es. Ich kann... Oh, fuck. Wo ist der Gunner? Ich schieße auf den. Ich sehe ihn am Boden liegen. Der ist schon tot. Auf dem Fahrrad, du. Auf dem Fahrrad? Auf dem Fahrrad schießen, meine ich. Fuck. Geht denn da was ab, war ey. Das? Wurde beschossen. Dann hat man was geht denn da? 249. Los, rauf, Kevin, rauf. Muss mich bandagieren. Brauchst du eine Bloodbag? Nein, danke. Ich wüsste eh nicht, ob ich welche hätte. Nee, ich hab eh keine. Oh, mein Herz klopft. Das hört sich sehr angespannt an. Ich bin noch 900 Meter vom Ziel entfernt. Alter, hier wird ordentlich geballert. Ja, das höre ich mittlerweile auch. War wirklich ordentlich. Also ihr lebt noch beide? Ja. Ja. Dann seid mal vorsichtig, sodass ihr wenigstens noch da seid, bis ich angekommen bin. Ja, wir versuchen es. Ey, Jona, ich wart Mute, ey. Check mal, die get fragt. Ich nehme mal wieder die M4 in die Hand. Fragt. Niederländisch ist so eine komische, seltsame Sprache. Kommt jemand hoch? Check mal. Was sind das check für Schritte? Mal, als die get ja, ist doch mal gut jetzt. Oh nein. Ich bin disconnected. Ja, wahrscheinlich haben sie dich gekickt deswegen, oder? Ich bin nur... Ah, ein Zombie kommt hoch. Zombie. In die Lobby. Ach, Scheiße. Also Leute, wenn ihr Combat-Logging machen wollt, einfach im Side-Channel reden. Ganz einfach. Fuck, Kevin, der kommt hier rein. Wir müssen hier raus. Zweitwaffe. Ach du Scheiße, hier steht ein Auto. Soll ich schießen? Pistole? Dann bleibt da stehen. Aber da kommt noch einer.
Da kommt noch einer. Der eine geht wieder runter. Alter, hier ist ein Auto voll mit Waffen. Der mit Auto, mit Reifen. Haben wir? Ich glaub ja. Im Military Offroad. Look? Offroad, Offroad. Oh, fuck, die kommen hoch. Kevin, ich muss raus. Alter. Nicht stehen bleiben, Tulu. Sind auf jeden Fall beschossen worden. Wo habe ich nicht gesehen. Aber ich habe keine Toolbox. Kann das Ding nicht reparieren. Es war auch eine M249, oder? Fuck, jetzt kommen die da rein. Oh, die gibt's. Die sind zwei Tote. Ja, der eine war ja der, wo du mit drauf geschossen hast. Ja, stimmt. Ja, das brauche ich nicht. Oh, was für ein scheiß Platz, um sich zu treffen. Boah, ich verpiss mich jetzt hier wieder. Leute, ich komme zu euch. Ich habe eine Waffe mit 30 Schuss. 30 Magazin. Aber mit Zielfernrohr. Also yep. Ich kann euch helfen. Vielleicht. Wenn wir eine Toolbox haben, könnten wir das Auto reparieren. Ich habe eine Toolbox. Was machen wir? Ich habe eine Toolbox. Keine Ahnung. Weil hier sind Reifen, hier ist eine Jerrycan. Wir hätten dann ein Auto, Mann. Scheiß aufs Auto. Ich will hier nur heile raus. Ja, dann komm heile raus und komm zu mir. Dann können Kevin, der kommt zu dir. Soll ich ihn abknallen? Mal ein bisschen runter. Komm, ihr schafft das, Jungs, ihr schafft das. Gut, komm, dann gehen wir wieder ein Stockwerk runter. Ich höre euch schießen. Nein, das sind wir. Nee, sind wir nicht. Aber es kommt von euch, ne? Na ja, wir hören es, aber... Links von euch ist das. Ich sehe euer Gebäude, glaube ich. Wo ist der Feind? Wissen wir nicht. Überall. Oh Mann. Ich bin jetzt hier quasi überm Tal. Ihr seid ja in so einem Tal, weißt du? Ja. Ich kann quasi über das ganze Tal gucken. Bin hier so in Büschen. Ich hab eine Toolbox. Ich habe auch eine. Und scope jetzt hier erstmal alles ab. Ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, wieder die Sniper auszupacken. Ich sehe auf jeden Fall euer Gebäude ganz hinten. Das ist eine Firestation, ne? Direkt vor euch. Und Baracken sind ja da auch. Drum wär's nett, wenn du baldig Sabelde hierher findest. Ja, aber warum soll ich zu euch kommen? Action! Spaß! Ich kann den auch von hier haben. Ich guck dazu. Nein, aber ernsthaft, in, wenn ich... In deiner Richtung war der Hambi unterwegs. Ja, aber ich sehe den nicht. Und der hat keinen Gunner mehr. Bin ja, der holt ihn wieder. Das Ding ist halt einfach... Ich? Ja, okay. Also um euch herum sind Zombies, aber das ist klar. Okay, dann wenn wir dann weggehen, wohin gehen wir überhaupt? Ja, auf jeden Fall in meine Richtung. Wir machen das Auto fit. Wo bist du, Kevin? Hinter dir. Wenn Zombie mich durchlässt. Ja, lässt mich durch. Und wo bist du, Grantl? Ich bin vor dem Tal Richtung Süden. Glaube ich. I don't have a compass. Kevin, du? Zombie kommt. Hast du einen Kompass, Kevin? Wollen, gehen wir erstmal einen Berg hoch. Schau mal kurz. Also ich bin Richtung Süden. Ungefähr. Nein, kein Kompass. Scheiße. Also runter das Airfield. Irgendwie. Also wenn ihr in Richtung Tankstelle guckt. Oh fuck. Überall Zombies. Ja, wenn ihr Richtung Tankstelle lauft. Wir können hier nicht am Airfield entlang. Da wurde überall geschossen, Mann. Wollen wir mal den Weg hier hoch, Dudu? Ja, so, wir sind ja am schnellsten. Airfield. Dann könnten wir noch auf jeden Fall umlaufen. Frag mich echt, wo das Airfield ist. Ah, ich sehe euch. Ihr müsst nach links. Ihr lauft weg ja, von mir. Wir müssen erstmal in Sicherheit. Wir laufen mal den Berg hoch und dann links. Okay. Also unsere Laufrichtung links. Kacke, dass wir hier gegen die Sonne schauen. Ich laufe mit euch mit. Ja. Yeah. Also ich laufe euch entgegen. Puh, oben ist ein Deer-Stand. Da in der Nähe könnten wir uns treffen. Wenn ihr da... Ihr lauft da auf den Berg zu. Ja, ja, ich habe den Deer-Stand gesehen. Okay. Oh, da sind zwei. Also wie gesagt, wir könnten uns auf jeden Fall ein Auto frisch machen, wenn ihr eine Toolbox habt. Da ist Sprit und Reifen ohne Ende. Toolbox hätten wir. Das wäre super, oder nicht? Caribou hat noch nie ein Auto. Aber diesmal fahre ich nicht. Ja, ich auch nicht. First Person hier. Yeah, First Person. Kevin wird wohl fahren müssen. Vor allem mit den Mikro-Rucklern. Ja, super. Eine Straße. Mikro-Rucklern, tu dort dann Disconnects.
Okay, ich bin jetzt bei einem Deer Stand, aber den meinte ich eigentlich nicht. Gerade du weißt du, wo die Deer Stands sind? Ich hab's nicht gesehen. Ja, einer, an einem sind wir schon weit vorbei. Den, wo ich glaube, dass Gruntlin gemeint hat. Ja, dann warte doch da, bitte. Oh mein Gott, hier ist eine Leiche. Hä? Hier ist eine Leiche mit Waffe. M16, ah, die ist leer. Die Kevin, wo bist du? Auf der rechten Seite der Straße, ich sehe dich, ja. Hier ist ein Deer Stand, aber hier ist kein Gruntl. Warte, Moment, ich bin jetzt beim anderen Deer Stand. Ich komme jetzt auf den Deer Stand, den du, glaube ich, meintest, dass ich ihn meine. Denkst du? Hab noch ungefähr 100 Meter. Komm von der Straße. Straße klingt gut. Von unten, von unten. Bin links von der Straße. Oh, was war das? Oh mein Gott. Also ich bin links von der Straße, renn auf den Deer Stand. Jawohl, bist du ja. Ja. Wir kommen. Genau, Straße entlang, dann kommst du zu uns. Ah, da. Sehr schön. Dann kommt man mit. Wir rennen direkt zum Auto. Ein Auto in Karibu, das will doch was heißen, oder? Yeah. Karibu macht du froh und Grandelbart und Kevin ebenso. Ebenso. Yeah. So, hoffentlich kriege ich es nochmal auf der Reihe, wo wir hin müssen, aber ich glaube schon. Gnade dir Gott, wenn nicht. Okay. Warte mal, ich check mal ganz kurz den Deer Stand. Ist ja kein Origins, da könnte ja was drin sein. Ah, da ist doch tatsächlich ein Zelt. Das braucht man natürlich. In Karibu. Auf jeden Fall. So. Haben wir traut sich auch nicht mehr her. Also das war ungefähr jetzt diese Richtung. Lade schnell nach. Hast du nachgeladen? Mann. Ja. Der Grantl ist schon der mit diesem Mini-Rucksack, ne? Ja, ich bin hier. Da krabbelt was den... Ich habe mir gerade eingebildet, dass hinter uns was nachgeladen hat, aber... Ja, nach den... Wir sind ja letztes Mal jetzt... ist da einfach jemand aufgeploppt, ne? Wisst ihr das noch von der Aufnahme? Ja, deine Aussage, dass da jemand aufgeploppt ist. Der hat sich übrigens eingeloggt. Ich habe das hinterher beim Rendern gesehen. Der hat sich da eingeloggt, der Bastard. Und ich habe ihn zu spät gesehen. Der hat sich da, ist wirklich aufgeploppt, aber er hat sich halt da eingeloggt wahrscheinlich. Weil er hat sich auch erstmal nicht bewegt. Das heißt, ich hatte so ein Pech einfach. Wie weit müssen wir noch zu dem komischen Auto, Mann? Dauert noch ein bisschen. Wir sind ja gerade jetzt losgegangen. Immer Kurs beibehalten. Ja, wenn nach links. So? Ah, ja, ich sehe euch. Ja. Ich habe nur nach runter geguckt, weil ich getroffen habe. Ich weiß nicht mehr genau. Gesehen, Moment, aber. Also hier hoch, hier war ich gerade. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich diese Aussage liebe. Ja, das ist. Also ich laufe erstmal wieder zum Mapmarker. Ja, mitten im Wald oder wie? Ja, das war halt in so einer. Diese Bases, wo keine Zombies reinkommen. Diese kleinen. Ah. Und das war halt nicht im Wald, aber relativ versteckt halt. Das finden wir nie wieder. Ja, mal gucken. Krabbeln immer ein Zombie das Metallgerüst hier hoch. Der Metalltower hier. Ist echt creepy. Was du krabbelt hoch. Ach, da hinten, ja. Und springt runter. Ist runtergesprungen. Ja, ich sehe die Base. Das hat ein Kumpel gerade eben auch gemacht. Echt creepy. Wir haben gleich ja, einen Auto. Den ist auch langweilig. Warte. Wir haben gleich ein Auto. Sie können ja nicht sterben. Sie sind ja schon tot. Also eben. Schon praktisch. Da gibt es übrigens so einen Zombie-Film, der soll interessant sein. Namens? Ein Zombie-Film, der aus der Perspektive eines Zombies gemacht wird. Boah, und dieser Zombie fängt wieder an zu denken. Also langsam, nach und nach. Und sogar zu sprechen. Das ist, soll verdammt interessant sein. Habe ich noch nicht gesehen. Der Film heißt, glaube ich, keine Ahnung. Schreibt cool, ja, keine Ahnung, den schaue ich mir auch mal an. Der steht bei dir auf jeden Fall hinter in den Kommentaren und dann wissen die Leute, weißt du Bescheid, wen du das klingt aber echt cool. Mal was die Zombie-Perspektive zu sehen. Kino, was? Nee, nix. Sind da Waffen drin? Ja, aber Holo keine Muni. Also keine relevante Muni. Schau mich mal ein bisschen um, ne, während ihr hier... Essen war doch gerade nicht drin. Das habe ich aus Versehen reingepackt. Achso, danke, sehr nett. Nehme ich jetzt, gerne, umsonst. Antibiotika auch, danke. Bitte, kein Ding. Also ihr dürft losreparieren. Ich bin noch dabei. Kevin fixt, ich scoute und Grandelbart Kevin fixt. Ist da. Ja.